Hallo liebe Leute, und es geht weiter mit Pokémon Grün. Und es erwarten uns wieder eine Menge Trainerkämpfe, deswegen geht's auch gleich los mit der ersten. Sicher willst du mit mir spielen? Aber nicht das, was du spielen willst. Also, kämpfen wir. Okay. Zeit für die Schönheit, dass sie wieder kämpft. Okay, und sieht er seinen Ratzfratz ein? Na gut, Envy Hawk. Ich zähle auf dich. Setz Schaufler ein und zeige diesem Ratzfratz, was ein Schaufler ist. Okay. Ratzfratz, du bist schwach. Sehr schwach. Und das hat sich jetzt gerade bewiesen. Und jetzt kommt Pikachu von ihr. Nö, da wechsle ich doch nicht. Envy Hawk ist in dem Fall die bessere Wahl. Da kannst du noch so viel brüllen, Pikachu. Das trifft? Okay, den Sternschauer. Das ist eine sehr böse Attacke. Aber dass das sogar in den Boden trifft, das ist auch mal interessant zu wissen. Wie auch immer das möglich ist, ich habe keine Ahnung. Egal. Sowas lässt sich Envy Hawk trotzdem nicht gefallen. Nein, er macht dieses Ratzfratz jetzt auch kaputt. So, bye bye, Ratzfratz. Das war's. Gut, diese Schönheit haben wir besiegt. Oh, du kleiner Satansbraten. Okay, wen will ich denn jetzt eigentlich noch hochleveln? Ravenite wollte ich noch hochleveln, wobei... Doch, da habe ich doch noch diesen Hypertrank, den ich noch einsetzen könnte. Das werde ich jetzt auch mal machen. Weil Ravenite soll auf jeden Fall sich noch weiterentwickeln. Und in dem Fall hätte ich das schon gerne so früh wie möglich. Denn dadurch, dass er dann auch ein paar Mal mehr HP bekommt, wäre das schon sehr nützlich. Na gut, Ravenite, du wirst jetzt mal gegen diese Schönheit bestehen. Möchtest du Pokémon mit mir machen? Nein, ich möchte Pokémon mit dir kämpfen. Wie soll man das sonst übersetzen? Wie auch immer. Sie hat zwei Stück. Ein Pipi, okay. Das dürftest du doch wohl hinkriegen, Ravenite, oder? Okay, versuch es einfach mal mit Flügelschlag. Okay, scheiß Paralyse. Ja, super, jetzt kommt, Moment, ich bin gerade am Überlegen, wie heißt die Attacke nochmal in Deutsch? Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, verdammt. Minimierung war es nicht, nee. Das wäre zu offensichtlich. Okay, meine Attacke, die mir nicht bei Namen einfällt, auch mal interessant. Okay. Nee, ich komme absolut gerade nicht drauf. Egal, was soll's. Wir lassen uns von sowas nicht beeindrucken, dadurch, dass sich das Vieh schrumpfen lässt. Nein, wir machen es trotzdem kalt. Auch wenn dadurch irgendwie die Verteidigung enorm gesunken ist. Die Pipi ist schon enorm böse. Okay. Jetzt bist du aber zu böse. Ah, verdammt, Ravenite. Ah, du sollst nicht daneben treffen, du sollst auch mal treffen. Sonst macht dieses Pipi dich noch alle. Jetzt ist natürlich die Paralyse wieder ein Hindernis gewesen. Sehr geil. Und jetzt, ja. Oh Gott, Ravenite. Jetzt schwächelst du aber. Jetzt schwächelst du wirklich. Das klappt irgendwie gerade gar nicht. Wahrscheinlich trifft es auch nicht so auf, weil das Vieh so klein ist. Dann kann es natürlich möglich sein, dass das daran liegt, statt an den Angriff. Jetzt kommt wieder Paralyse, super. Voll Scheiß. Aber gut, gegen so ein kleines Vieh anzukommen, ist auch bestimmt wirklich nicht leicht. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Verdammter Fluchtwert. Okay. Ich versuche nochmal mit Flügelschlag. Okay, das trifft gar nicht. Wenigstens kann das jetzt nicht mehr weiter Minimierung einsetzen. Ich nenne es jetzt einfach erstmal so, bis mir vielleicht der Name einfällt. Aber absolut fällt er mir jetzt gerade beim besten Willen nicht ein. Ich komme absolut nicht drauf. Egal, wie ich jetzt gerade drüber nachdenke. Naja, was soll's. Vielleicht fällt es mir noch im Laufe des Let's Plays ein oder so. Oder vielleicht wird mir irgendeiner in den Kommentaren schreiben. Ich werde es ja früh genug sehen. Auf jeden Fall, sobald ich es irgendwie weiß, werde ich es auf jeden Fall bei richtigen Namen nennen. Genauso wie diese eine Stadt, die Spielestadt, die ich auch noch nachgucken wollte. Wie die beiden deutschen Namen heißt. Okay, ein Mauzi. Ich wollte eigentlich nicht wechseln, vergiss es. Ein niedliches Mauzi. Okay, machen wir Ruck to Keep. Ah, toll. Scheiß Paralyse.
Ja, wenn ich das heilen könnte, dann würde ich das doch glatt machen, aber ich kann es leider noch nicht. In dem Fall muss ich gucken, dass Raven hat das überlebt. Okay, ich möchte lieber... Oder Moment, ich habe doch noch ein paar Tränke. Musste nur gerade suchen, wo sind denn die super Tränke? Da oben habe ich sie platziert. Okay, Raven Knight, du musst geheilt werden. Du wirst mir nicht wegsterben. Nicht in diesem Kampf gegen so einen Mauzi. Okay, natürlich wird ihm die Ohren vorgebrüllt. Oh Gott. Also gut. Wenigstens trifft er nicht mal der Flügelschlag. Aber es reicht nicht, um es sofort zu erledigen. Und das Vieh kann auch gerade schreien. Okay, Mauzi, du wirst auch böse. Sehr böse. Okay, Raven Knight, du hast es geschafft. Nein, du hast es nicht geschafft, scheiße. Okay, Rückzugieb. Dann bin ich wenigstens schneller im Angriff. Na also, Raven Knight hat's gerichtet. Yay. Aber es reicht noch nicht für ein Level Up. Naja, aber wir haben sie besiegt. Ist schon vorbei. Ja, wie du siehst. Und dafür bedanke ich mich auf jeden Fall für die Menge Geld. Und wie viel sind's denn jetzt noch? 279, na klasse. Das ist nicht mehr allzu viel. Ach komm, kämpfe ich gegen dich auch mal. Wow, deine Ohren sind so cool. Und du bist nicht cool, weil du jetzt gegen mich kämpfen willst. Natürlich bist du das mal wieder. Ach, sie hat einen Quapsel. Die haben hier alle irgendwie dieselben Viecher. Okay, dann werde ich gleich mit denen einen kurzen Prozess hier machen. Sobald Raven Knight das nächste, also die nächste Entwicklung erreicht hat. Ich wollte schon das nächste Level absagen, aber ist ja im Prinzip auch richtig. Wollen wir mal hoffen, dass das jetzt mit diesen Quaps hier vielleicht schon ausreicht. Okay, erstmal kriegst du einen Blubber ab. Ich hoffe, dass Seifenblasen dir nicht allzu viel ausmachen. Okay, so, nochmal ein Flügelschlag, wobei ich hätte auch Ruckzuckhieb machen können. Jetzt muss ich mit Raven Knight hier diesen Duplex übertragen. Aber gut, das Quapsel ist erledigt. Und es gibt 495 Erfahrungspunkte. So, wunderbar. Raven Knight, du wirst dich gleich weiterentwickeln. Hoffe ich doch, dass es bei Level 32 auch wirklich so war. Nicht, dass es jetzt doch noch dauert. Okay, das nächste Quapsel, Ruckzuckhieb. Okay, jetzt muss ich hoffen, dass das wirklich reicht. Oder ich wechsle gleich. Wenn Raven Knight diesen Duplex-Tief überlebt, dann wechsle ich. Okay, sofort wechseln. Jetzt wird Heras nämlich nochmal in den Kampf gesetzt. Heras, du wirst das Vieh jetzt erstmal bepflanzen. Nein, bepflanzen kannst du es ja nicht mehr. Dann in Rankenhieb. Einmal richtig durchpeitschen und es zeigen, was es da, was wir davon halten, dass es Raven Knight einfach mal wehtut. So. Gut, sie haben wir besiegt. Okay, Raven Knight entwickelt sich doch noch nicht weiter. Aber welchen Level ist es dann soweit? Okay, die lasse ich jetzt mal aus. Moment, hier haben wir auch vielleicht auch noch irgendwas. Calcium. Ah ja. Hier ist aber sonst nichts, okay. Na immerhin, wir haben Calcium gekriegt. Für unsere Pokémon. Okay, den will ich aber auch noch bekämpfen, weil ich will gucken, was da drüben ist. Ich gehe immer mit meinem Vogel-Pokémon aus. Und ich gehe immer mit meinem Raven Knight aus, denn ich habe ihn immer noch vorne, merke ich gerade. Scheiße. Das hätte ich mal wechseln sollen. Soll ich mir gleich mal merken. Also gut, dann wechseln wir mal schnell. Ich würde mal sagen, Wriggle kann auch mal wieder was tun. Deswegen geht Wriggle mal in den Ring. Und dann wirst du es mal mit Psychoangriffen erstmal ärgern, nerven, platt machen, was auch immer. Auf jeden Fall dem Tauzi zeigen, was eine Hake ist. Und es klappt. Mit zwei Angriffen, wunderbar. Sowas ist praktisch. Aber diesmal kommt Tauboga. Ne, da will ich nicht wechseln. Das wird Wriggle doch noch hoffentlich hinkriegen. Dieses lächerliche Tauboga. Wobei, es hält mehr aus. Logisch, ist eine Entwicklung. Eine Weiterentwicklung. Ist in dem Fall natürlich etwas stärker als ein Taubzi. Okay. Aber wenigstens trifft Wriggle noch. Also gut. Jetzt kommt ein Habitag. Nein, da will ich nicht wechseln. Würde mich nicht wundern, wenn das nächste sogar ein Ibitag wäre. Könnte vielleicht sogar hinkommen.
Ah, Silberblick. Ah, jetzt werden die richtig böse hier. Okay, und tschüss. Das haben wir geschafft. Ja. Es kommt natürlich ein Ebitag. Das war irgendwie vorher zu sehen. Und das brüllt mich auch noch an. Ah, jetzt habe ich alles auf einmal abgekriegt. Was man irgendwie an Statusveränderungen kriegen kann. Verteidigung weniger. Verteidigung weniger, Angriff weniger und. Was kriegt man eigentlich noch alles? Also, finde ich allzu viel, dann habe ich wirklich bald alles durch. Aber gut, dieser Kampf ist wenigstens geschafft. Und Schwingler hat Level 31 damit erreicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Außer Kraft. Okay, hier sollte ich auch nochmal gucken. Und hier haben wir PP ab. Damit kann man die Angriffspunkte eines Angriffs steigern. Bringt aber nicht besonders viel, weil es nur um 1 erhöht wird. Aber dennoch ist es recht nützlich. Moment, ich sollte wechseln. Envy Hawk, ich werde dich mal nach vorne setzen. Du brauchst auch nicht mehr zu viel bis zum nächsten Level ab. Also wirst du auch mal wieder was zu tun bekommen. Oh, okay. Ich hätte ihn vermeiden können. Der Wind weht ganz schön stark. Oder weht in meine Richtung. Naja, wieder dieser Vogeltypi. Also gut. Er hat auf jeden Fall auch wieder sehr viele Pokémon, also sehr viele Vogel-Pokémon bald dabei. Mal gucken, obwohl Boden bringt da nichts viel. Da müssen wir eben kratzen. Schlitz meine ich. Und das Vieh ist schon erledigt. Das ging echt schnell. Okay, jetzt kommt ein Taubsi. Nö, da wechsle ich doch gar nicht. Ich meine, wenn Schlitzer so stark ist, dann wäre das doch echt schon dumm, wenn ich jetzt wechseln würde. Jetzt, wo sowieso ein Envyhawk vor dem nächsten Level absteht. Okay, ein bisschen fehlt noch. Und jetzt kommt das nächste Taubsi. Okay, noch einmal schlitzen. Soweit, so gut. Taubsi ist abgehakt. Okay, und endlich hat der Envyhawk Level 31 erreicht, aber ich lasse ihn trotzdem noch drin. Selbst gegen einen Habitag. Aber ich glaube, das hier wirklich nur die Normalstufen, also die ersten Phasen dieser Pokémon. Auch wenn er sehr viele davon hat, aber es wird gegen meine Pokémon nicht standhalten können. Wenn ich mal überlege, wenn ich die nicht gelevelt hätte, dann hätte ich hier wohl wirklich große Probleme an dieser Passage hier. Okay, versuchen wir es nochmal mit Habitag jetzt zu schlitzen. Okay, und das ist weg. Alle wirklich kaputt geschlitzt. Ich glaube, dann lasse ich Envyhawk erstmal drin. Der Wind hat sich gewendet. Okay, hast du hier irgendwas hinter versteckt oder so? Hoffentlich kein Trainer oder so. Okay, hier ist ein Trainer, aber den kann ich umgehen. Ich kann hier sogar alle umgehen, okay. Lass ich die erstmal außen vor und bekämpfe sie später mal. Ich wollte nämlich noch weiterkommen. Hast du deinen Vogel-Pokémon beigebracht, wie man fliegen lernt? Bisher noch nicht, weil ich die VM bisher noch nicht habe. Aber vielleicht kriege ich sie von dir? Oder kriege ich sie in dem nächsten Gebiet hier? Auf jeden Fall bald will ich sie wohl kriegen, hoffe ich mal. Weil das wäre echt nicht verkehrt. Wenn ich endlich fliegen lernen kann, dann kann ich mich nämlich endlich von Ort zu Ort fliegen lassen. Sowieso kann ich mir dann die Mühe machen, endlich den Blattstein zu kaufen, den ich ja für Ultrigaria auf jeden Fall noch kaufen will. Damit sich endlich zu einem Saracenia weiterentwickelt. Und das Quatsch, der hat sogar ein Dodo. Okay. Das Dodo sieht aber auch interessant aus eigentlich. Und ich finde diesen Soundeffekt von Dodo ziemlich amüsant. Ich finde, der klingt irgendwie wirklich schon lustig. Okay. Na, noch ein Ebitag. Das kriegen wir auch kaputt geschlitzt. Oder? Ja, natürlich. Darfst du gleich etwas Silberblick machen? Okay, warum ist Ebitag schneller? Das finde ich unfair. Oh nein, 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 das ist viel. Hat Spiegeltrick. Trotzdem, wir haben Ebitag jetzt erledigt. Wir haben es klein gekriegt. Wir haben Ebitag beseitigt. Meine Güte. In Flammen gesetzt. Oh. Okay. Westlich nach Vuxania City, Route 14. Hier haben wir nichts mehr, schade. Okay. Aber wir sind immerhin weiter. Also sind wir doch eigentlich bald bei Vuxania City angekommen, oder? Ja, ein bisschen fehlt noch, die Hälfte haben wir. Aber dennoch. Allzu viel fehlt uns nicht mehr. Oh Gott, hier haben wir einen Radfahrer. Und natürlich mal wieder eine Wiese. Und
Diese Wiese dürfte wahrscheinlich in dem Fall etwas interessanter sein. Nämlich, weil ich da jetzt auf jeden Fall mal rein... Wow! Gucken werde. Pokémon-Kampf? Cool! Let's get ready to rumble! Oder so ähnlich. Naja. Okay. Ja, es ist ein Biker. Er hat aber nur zwei Stück. Einmal ein Smogon. Ich denke mal, mit Schnitzer werde ich da auch noch zurechtkommen, hoffe ich mal. Also diesen Kampf werde ich jetzt auf jeden Fall in diesem Video noch machen. Bevor ich diese Aufnahme beende. Okay. Nicht, wenn dieses Smogon so böse wird. So, das hast du davon, wenn du so böse wirst. Okay. Ein Bjork hat Level 32, dann kann ich doch glatt mal wechseln. Ja, dann wird jetzt nochmal Wriggle reinkommen. Gegen dieses Slimer wirst du jetzt kämpfen. Und du setzt natürlich meine Lieblingsattacke ein, nämlich Konfusion. Und tschüss, Slimer. Obwohl, es reicht noch nicht. Schade. Oh, Gott sei Dank. Okay, Slimer. Jetzt kannst du es nicht mehr einsetzen. Oh, Gott sei Dank. Da bin ich echt erleichtert. Weggeblasen. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, werden wir im nächsten Video mal gucken, ob wir bald vielleicht mal Fuxania City erreichen. Das sieht richtig übel aus hier. Na gut, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und dann werden wir mal gucken, ob wir hier auch neue Pokémon noch kriegen. Also, bis dann. Auf Wiedersehen.